So, da sind wir wieder bei Let's Play Fire Emblem 6. Den Titel könnt ihr euch aussuchen. Ihr habt ja den letzten Part von The Chuck gesehen. Ja, und wie ich schon kommentiert hatte, ich habe mich schon ein bisschen drauf vorbereitet. Aber das wird nicht reichen. Ich guck mal weiter, was wir hier haben. Einen Bogenschützen. Zwei Axtkämpfer. Ja, die Werte selber interessieren mich jetzt nicht großartig. Ja, hier rechts können wir auf jeden Fall rüber. Der Bogenschütze kommt auch nicht so weit. Was habt ihr denn? Du kommst auf Weitkampf, du auch. Gut, ich möchte gerne die Axtkämpfer gegen diese Lanzentypis antreten lassen. Der Bogenschütze kommt auch hier rüber. Ward Iron Axe. Ja, ich setze Ward jetzt einfach mal hier. Ups. Okay, nicht ganz dahin, wo ich ihn gerne gehabt hätte. Ja, dann kommt er hier oben hin. Ente. Chat setze ich hier hin. Damit sind die beiden Plätze belegt. Merlinius kommt aus der Reichweite raus. Lanzenlance. Ja, das ist den ich mir ausgesucht hatte. Der wird mitgenommen. Von der Wand bleiben war weg, wegen dem Bogenschützen. Ja gut, da hätten wir noch hinsetzen können, aber trotzdem. Marcus könnte durchreiten. Alan, den schicke ich mit Lance mit. Ebenso wie Marcus, der ist verdammt schnell, der darf hier vorreiten. Bisschen was abfangen schon mal. Damit Lance und Alan dann zuschlagen können. Haben wir hier noch Walls, den möchte ich auch aus Reichweite raus. Der Bogenschütze kommt bis dorthin. Dann setze ich unseren zweiten Axtkämpfer hier runter. Die stehen da eigentlich schon recht schön am Rand dran. Dike hier rüber. Und Tani. Damit stehen alle sicher. Auch die drei hier möchte ich jetzt natürlich nicht mehr bewegen. Der Haupttrupp kümmert sich gleich erstmal um das Haus. Ente. Ja, mit den Lanzen Nachteil, aber dadurch, dass wir sicher stehen. Ich habe auch mal nachgeguckt. So mich selber gespoilert, welche Einheiten kommen denn als nächstes, was haben die für Wachstumsraten. Und ganz ehrlich, mir gefällt's, was jetzt so auf uns zukommt. Haha. Noch nicht mal treffen können die. Die können alle nicht treffen. Markus macht seine Aufgabe. Oder Markus, das passt besser. Keine 7 Schaden, das gefällt mir auch. Danke, dass ihr die Kinder gerettet habt. Reverend, keine Ahnung. Schon wieder. Ja, natürlich. Wir von der Kirche Elimines tun doch immer gute Taten. Was hast du vor zu tun, Lou? Ich werde hier bleiben. Ich habe noch ein paar Sachen zu tun. Ah, wie ich sehe. Ich sehe es. Mach dir selber keinen Stress. Ja, danke.
Stellt sicher, dass ihr... Oder macht einfach, was die Priester euch sagen, okay? Kommst du nicht mit uns, Lou? Ich warte hier für auf Chad. Chad. And then we'll catch up with you. Und dann werden wir mit euch aufschließen. Ja, Chad kommt auch? Das ist richtig. Dann möchte ich, dass Ray auch kommt. Ja. Ich glaube, der gute Ray wird zurückkommen, wenn wir alle zusammen gehen. Meint ihr nicht? Kinder, wir müssen los. Wir sehen dich später, Lou. Auf Wiedersehen. Aber schnell, ne? Und pass auf dich auf, okay? Natürlich. Entschuldigung. Aber ich kann nicht mehr. Ich habe mich entschieden, nicht mehr wegzurennen. Ach, deswegen bleibst du in dem Dorf? Okay, dann wissen wir Bescheid. Zwei Bärensoldaten. Alan, davor sprechen und Land platt machen. Hört sich eigentlich nach einem Plan an. Alan schwächt mehr als nur vor. Kann Lance den anderen wenigstens platt machen? Unser Lanzen Lance, 12, 24, ja, kann er. Der hat ja auch im letzten Part super seinen Job gemacht. Zweimal Crits im zweiten. Wenn ich mir einen Char aussuche, dann klappt das. Level 3, Level 4 Kavalier. Schön. Alan, hau mal hier drauf. Mit deinem Schwert, die Lanze hast du dir abgegeben. Lance steht da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ist da ein Bogenschütze in der Nähe? Nein. Hast du einen? Na, nur eine Iron Lance. Auch nur eine Iron Lance. Also steht da doch relativ sicher, außer der Bogenschütze ärgert ihn. Ente. Jetzt kommt der Bogenschütze nicht mehr dran, dementsprechend steht er definitiv sicher. Jetzt gucken wir hier weiter. Kommst nicht weit genug. Kommst nicht weit genug. Iron Axe. Equip. Rice Mesh? Warum? Oh. Attack Iron Axe 14 reicht nicht. Wenn ich mit dir hier hochgehe, Elbe. Ach, die Handaxt ist die böse Axt. Genau so war das. Mit 11 reicht es trotzdem nicht, wenn er trifft. Ich probier's. Zum Vorsprechen sieht das auf jeden Fall schon mal gut aus. One left. Okay, wie weit kommst du? Du kommst nicht daran. Ward. Attack. Jetzt mit der Axt. Ward ist auch eine Überlegung. Wer den könnte ich mir auch vorstellen, zu sagen, jo, den möchte ich auch mit dabei haben, kontinuierlich. Wie gesagt, ich könnte es mir überlegen, ob es wirklich so kommt, weiß ich noch nicht. Roy, du kommst nicht dran, du stehst da aber sicher, ne? Ja. Aber du könntest auch locken. Einen locken, das funktioniert. Zwei locken wird enger. Chat. Iron Sword, 6, 12, müsste sogar reichen. Entsprechend ist die Sicherheitszone auch wieder ein bisschen anders verrutscht. Ja, oder auch nicht. Kann immer noch locken. Boss. Setze ich auch Krachial jetzt nach vorne, der kriegt eh nicht viel ab. Ja, ich lasse die anderen Einheiten trotzdem wieder so stehen, wie sie stehen.
10, nicht getroffen. Ja, Chat hat da jetzt einfach einen riesen Vorteil, dass er da so in Anführungsstrichen sicher steht. Ja, und jetzt haben wir mit der Axt einen riesen Vorteil. Ward räumt auf. Lot steht auch recht sicher. Die Axtkämpfer sind jetzt in dem Kapitel echt Gold wert. Level 4, Speed nur. Naja, egal, doppelter häufiger. 23, daneben. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders gekommen wäre. Verfehlt. So, mit dir komme ich jetzt da durch. Könnte ich da durchgehen? Will ich es? Will ich es nicht? Och, ich gucke erstmal hier oben. Da habe ich eben auch ganz Zeit zuerst angefangen. Lance, kannst du jetzt mal eben kurz da ein Ende bereiten? 989. Iron Shroud. Nein, Javelin, natürlich auch nicht. Dann kann es Ellen aber auch nicht und dann kann Lance doch finishen. Ja. Wäre noch schöner gewesen. Möchte Lanzen-Lance finishen lassen. Da geht nichts dran vorbei. Aber mir jetzt mit dem Schwert? Ja. Dafür möchte ich keine Lanze opfern. Lanzen-Lance braucht seine Lanzen. Marcus, zieh vor. Wizard. Entschuldigt mich. Ihr seid von der Lysianischen Armee, oder? Bitte lasst mich mit euch kämpfen. Ich habe einige wichtige Informationen für euch. Und ich kann ein bisschen Magie einsetzen. Lasst mich euch helfen. Wartet noch niemals die Antwort ab. Aber ja, den nehmen wir auch mit. Und Chuck, ich hoffe, du guckst dir das Video an. Lou, zweiter fester Charakter erstmal. Da bestehe ich jetzt ganz pauschal mal drauf. Warte mal, kommst du eigentlich bis nach da oben? Ja, kommst du. Ward, räum auf. Ja, auch die 8 Schaden, die sind jetzt nicht so wild, hoffe ich mal. Level up! Stärke? Stärke? Keine Stärke, Luck und Defense, ja gut, zumindest Defense. Steht trotzdem noch für seine Verhältnisse recht sicher. Eliwood. Iron Sword reicht. Eliwood, wie komme ich auf Eliwood? Roy. Schlimm sowas. Rote Haare halt. Boss. Attack Iron Lance. 13 und kriegst keinen Schaden rein. Und machst auch keinen Schaden. Sack Saft. Sunny. Javelin, 9, 18. Reicht nicht wirklich. Aber ich möchte mit ihr auf jeden Fall auch mal irgendwas angreifen, vernünftig. 10 kriegen wir reingewürgt. Du hast keine Langlanze. Okay, dann nehme ich die 10, die ich reingewürgt kriege, in Kauf. Zum Vorschwächen. Jetzt darf Tani mal finishen.
Die kam im letzten Part von mir ein wenig zu kurz. Sie finisht nicht, aber sie schwächt weiter vor, warum auch nicht? Walls. Du darfst jetzt auch hinterherziehen, habe ich jetzt kein Problem mit. Da rechts ist nichts, ergo kann Merlinius schon mal darüber wandern. Hat er im letzten Part ja auch so schön gemacht. Also im letzten Part von mir. Was? Attack? Ja, doch, mach. 14, treff. Danke. Damit haben wir die beiden Axtkämpfer immer noch vorne. Und unsere Heilerin ist auch wieder in der Nähe. Ui! Naschen! Was hat dieser Krach zu bedeuten? Probably what's left on the enemy. Also, das Problem besteht darin, dass der Gegner versucht zu kämpfen. Als letzte Hoffnung. Eure Hoheit, sollen wir die Drachen nutzen? Nee. I do not wish. Achso. Ich habe nicht vor zu kämpfen, wenn die dunkle Priesterin Ärger verspürt. Keine Sorge. Wir können das auch ohne eure Hilfe regeln. Ach, nicht dieses Mal, Idun. Sendet die Drachen zurück nach Bern, wie geplant. Ja. Wie eure Hoheit es wünscht, so wird es geschehen. Ah. Ich will nach Bern aufbrechen, so schnell wie möglich. Na schön. Ich werde Lysia verlassen, mit dir. Was? Sollen wir die Rebellierenden... Was soll man denn mit den rebellierenden Soldaten von der Lysianischen Armee anstellen? Tötet alle, die sich gegen uns stellen. Schließt das auch Frauen und Kinder mit ein? Natürlich. Annihilate. Sinnes. Also. Es soll keine von ihnen übrig bleiben, um wieder gegen uns zu rebellieren. Verlass das mir, Sire. Ich wundere mich, was seine Majestät in diesem Idun-Mädchen sieht. Ich denke, mir wird's gut gehen. Slater, I'm trusting this castle with you. Ich überlasse dir das Schloss? Ah ja, ich überlasse dir dieses Schloss. Was? Ihr verlasst diesen Ort? Ja, einer der Marquises hat ein spezielles Geschenk für mich. Er sagt, es wäre ein Mädchen von Etrurianisch. Von Etruria, Nobel oder irgendwie etwas in dieser Richtung. Was? Aus Etruria? Dann muss sie wirklich wundervoll sein. Ja. Der Marquis sagte mir, sie ist wirklich jung und wunderschön. Okay, ich werde während eurer Abwesenheit hier aufpassen, Sire. Bitte seid vorsichtig auf euren Weg dorthin. Ja, sei du auch vorsichtig, Slater.
Sieh zu, dass du nicht besiegt wirst bei diesen kleinen Lys, bei dieser kleinen rebellischen lysianischen Armee. Tust du es, dann werde ich persönlich deine Bestrafung übernehmen. Hab Dank, Sire. Ab zu dem jungen Mädel. Ui. Ja gut, aber da muss ich mir jetzt hoffentlich nicht so viele Gedanken drum machen. Ein paar Pferdchen. Och, da oben reiten auch welche lang. Gut, gut. Einmal machen wir jetzt noch. Na, dann darf Chuck gucken. Unser Chuck, was er treiben möchte. Wie weit kommst du? Mag mir das reichen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, reicht schon. Ich reise mit denen wieder nach unten. Ich habe keinen Bock, oben abzufahren. Und du darfst nach unten laufen. Wie gesagt, mein zweiter fester Charakter. Als kleiner Ärgersatz. Und wer mein letztes Let's Play gesehen hat, der hat mitgekriegt, besonders in den letzten Parts, was das für ein Monster geworden ist. Merlinius. Ente. Ward. Ward könnte vielleicht Heilung gebrauchen. Ich verpasse ihm einfach mal ein bisschen Heilungsstuff. Hier. Ward. Zieh vor. Räum ab. Und zwar richtig. 17 reicht. Ja. Bis dahin ist alles safe. Also bis dahin. Und einen darüber auch safe. Gut. Also hier ist auch safe. Zack, zack. Dann kannst du im Hintergrund finishen, also mit nach oben. Du auch. Auch. Das sieht aus wie ein nettes kleines Schlänkchen. Ja, ich hätte vielleicht die Waffe ändern sollen. Aber er hat gedoppelt. Bei so vielen Lanzen, da lohnt sich das richtig. Und der eine wird hier oben komplett wahrscheinlich versuchen, rund lang zu reiten. Markus, rette mal bitte du. Weil Markus bewegt sich einfach deutlich schneller. Lance. Alan. End. Wisst ihr was? Und den Rest überlasse ich LeChuck. Wir sind jetzt schon wieder bei 25 Minuten, also die Tondauer selber machen, genauso wie unten der Toyskin. Oder kriegen wir das? Nein, kriegen wir noch nicht hin. Darf ich doch selber machen. Ja gut, wir sehen uns dann in Part 6 von Let's Play Fire Emblem 6. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.